Casual Kitchen, das sind einfache Gerichte für jedermann. Ob Anfänger oder gestresste Mutter, keine Zeit ist keine Ausrede mehr. Kochen macht Spaß und wirklich jeder kann es lernen. Heute kochen wir eine wunderschöne Suppe zum Resteverwerten aus Kokosmilch, Limetten, Hühnchen und Reis. Schnell, gesund, unkompliziert und einfach lecker essen. So, los geht's. Wir haben hier vorne, ich habe hier schon Reis aufgesetzt, ganz normal mit Wasser und ein bisschen Salz. Und wir haben hier einen Topf mit Geflügel vorne drin. Der ist auch schon aufgesetzt, der wird auch gerade heiß. Das erste, was wir machen, wir nehmen hier ein Stück von der schönen Ingwerwurzel. Ich würde mal sagen, so wieder so ungefähr ein walnussgroßes Stück, kurz geschält. Man könnte das richtig mit dem Schäler abschneiden oder aber wie ich einfach rundherum mit dem Messer. So, einfach kurz die Schale abgeschnitten und dann schneide ich den jetzt wirklich nur in große Stücke. Den nehmen wir nachher wieder raus und gebe den hier vorne schon mal mit rein. Dann habe ich hier 4 Knoblauchzehen, die hauen wir kurz einmal an. So. Und dann auch einfach schnell schälen. Ein schöner Trick, den Knoblauch quasi einfach kurz so ein bisschen anzudrücken. Denn die Schale ist natürlich fester als das Innere. Und die löst sich dann einfach davon ab. Und dann kann man das einfach abziehen. Man kann es auch mit einem Messer oder so, mit einem Topf, mit irgendwas quasi einfach kurz ein bisschen flach drücken. Oder aber einfach draufhauen. Insbesondere, wenn man es nachher sowieso klein hackt oder sowieso pressen will oder so. Wenn es keine Rolle spielt, welche Form, Konsistenz der Knoblauch nachher hat, ist das eine nette Idee. Ja, mal draufhauen. Und den Knoblauch auch einfach nur in der Mitte zerteilen und auch rein. Wie gesagt, fischen wir nachher alles wieder raus. Dann habe ich hier 2 Limetten. Kurz ein bisschen anrollen, damit sich der Saft leichter rauspressen lässt. So. Und kurz auspressen. Und dann geben wir das hier auch gerade einfach mit dazu. Und dann habe ich hier ein paar Hähnchenbrustfilets. Man könnte jetzt auch zum Beispiel Hähnchenschenkel, irgendwelche Geflügelreste vom Vortag, irgend sowas nehmen. Oder nochmal Rindfleisch oder irgendwas, was sich halt einfach, was kurz gebraten ist oder was schon fertig gebraten ist. Man kann ruhig auch das Steak vom Vortag oder so verwenden. Und einfach kurz klein schneiden. Und auch hier mit reingeben. Jetzt machen wir hier kurz klar Schiff und dann würzen wir das hier vorne noch ein bisschen. Und zwar geben wir jetzt noch ein bisschen braunen Zucker rein. Ruhig so 2-3 Prisen und ich würde mal sagen, so ein Esslöffel ungefähr Sojasauce. Und jetzt den Deckel drauf und dann so, ich sag mal noch eine Viertelstunde bis 20 Minuten einfach vor sich hin köcheln lassen. Mittlere Hitze, also Hitze ein bisschen runterdrehen und dann einfach, wie gesagt, 15 bis 20 Minuten vor sich hin kochen lassen. Wenn man das Fleisch, wenn man jetzt fertig gekochtes Fleisch verwendet, also wie gesagt, irgendwelche Geflügel vom Vortag oder Steak oder was auch immer, vielleicht, ja, man sollte ein bisschen aufpassen mit den Gewürzen, wenn man irgendwas stark Gewürztes hat,
Ob das dann in die Suppe passt, muss man schauen. Dann sollte man natürlich das Fleisch jetzt erst später reinmachen. Ich würde mal sagen, so 5 Minuten vor Schluss. Einfach nur, damit es Temperatur kriegt. Wenn man so wie ich jetzt natürlich rohes Fleisch verwendet, muss man das entsprechend ein bisschen länger kochen. So, wir haben das jetzt ein bisschen kochen lassen. Ich habe jetzt die Platte ein bisschen runtergedreht. Ganz wichtig, weil das sollte jetzt möglichst dann gleich nicht mehr kochen. Ich habe hier eine Packung Kokosmilch, und zwar richtige Kokosmilch, da muss man ein bisschen drauf achten. Es gibt einige Kokosmilchsorten, wo noch alle möglichen Verdickungsmittel, Farbstoffe, keine Ahnung, was alles drin ist. Da sollte man einfach ein bisschen drauf schauen. Es gibt welche, die im Prinzip nur aus Kokosextrakt und Wasser bestehen oder eben 100%. Man kann natürlich auch eine richtige Kokosnuss nehmen. Einfach schauen, kriegt man auch im Supermarkt oder im Asialaden. So, ein Messer und Schere. Habe ich ein Messer? Da. Dann mischen wir das hier einmal kurz ein bisschen durch. Und probieren mal. Ein bisschen Zucker noch. Jetzt einfach mit Zucker, eventuell, wenn es nicht sauer genug ist, ein bisschen Limettensaft und ein bisschen Salz abschmecken. Oder ein bisschen Sojasauce. Ich mache noch einen kleinen Schuss Sojasauce rein. Und ein bisschen Salz. Ich habe hier jetzt braunen Zucker verwendet. Der hat einfach ein bisschen kräftigeres Aroma. Der weiße Zucker ging ja auch. Süße ist okay. Aber der braune Zucker, Rohrzucker, das Aroma ist einfach nochmal ein bisschen was anderes. Und das schmeckt einfach besser. Und jetzt einfach nochmal ein bisschen durchmischen. Und so 5-6 Minuten nochmal ein bisschen vor sich hinziehen lassen. Wie gesagt, jetzt nicht mehr kochen. Einfach nur noch auf kleiner Flamme vor sich hinziehen lassen. So, wir entfernen jetzt noch den Knoblauch und den Ingwer, wenn man möchte. Man kann ihn aber auch einfach drin lassen, der Brühe, der schadet eigentlich nicht. Alle wichtigen Stoffe hat er sowieso abgegeben. Einfach rausfischen oder wie gesagt einfach drin lassen. Man muss es ja nicht mitessen. Und dann nehmen wir unsere Schüssel, geben ein bisschen Reis rein. Man kann da ruhig auch schon quasi vorgekochten Reis nehmen, also was ich auch vom Vortag zum Beispiel oder so, was man halt gerade übrig hat. Absolut kein Problem. Man kann natürlich auch was anderes nehmen. Dann nehmen wir eine Schöpfkelle. Und geben einfach ein bisschen was von dem Fleisch drüber. Und natürlich eine ordentliche Menge von der Brühe. So, und ganz zum Schluss habe ich hier noch ein bisschen, das ist jetzt Koriander, man könnte aber auch zum Beispiel Petersilie oder ein anderes grünes Gewürz, grünes Kraut quasi verwenden, was man einfach nach Geschmack, was man haben möchte. Es ginge zum Beispiel auch ein Thai-Basilikum oder so. Das waschen wir kurz. Hacken es klein oder einfach nur so grob angehackt. Und streuen das einfach noch oben drauf. Wie gesagt, man muss nicht unbedingt Koriander verwenden. Man kann auch ein anderes grünes Gewürz nehmen. Und das ist unser heutiges Gericht. Eine wunderbar einfache, schnelle Suppe mit ein schön bisschen Reis drin. Schön fruchtig mit der Kokosnuss. Schönes Aroma. Das Fleisch dazu. Eigentlich schnelle, einfache Sache. Und das Schöne ist, dass die Brühe so einen ganz leichten, cremigen Touch hat.
den könnte man noch ein bisschen unterstützen mit vielleicht ein bisschen Schmand oder Sauerrahm oder sowas. But, ja, das ist einfach. Dieses und viele weitere Rezepte findet ihr auf www.casualkitchen.de und solltet ihr irgendeine Frage haben oder vielleicht ein tolles Rezept, dann schreibt mir einfach. Alle Infos dazu gibt's auch auf unserer Webseite.